Guten Morgen. Na gut, ich starte in den Tag. Heute ist also... Was ist denn heute für ein Tag? Heute ist Weihnachtsmarkt in der Schule meiner Tochter. Da verkaufen die dann selbst gebastelte Sachen und alles, was sie so gemacht haben. Alles, was sie so gemacht haben in der Zeit. Na denn? Hau mal ab. Jo, tanken war der Tommy. Und jetzt hole ich halt noch Milch. Bin nämlich auf dem Rückweg. Anouk ist schon in der Schule. Anouk muss ich nachher gleich wieder abholen, weil sie heute diesen Weihnachtsmarkt hat. Runterfahren von der Tankstelle, rauffahren bei Penny. Wunderbar. Milch haben wir, ab nach Hause. Sehen, was für Aufhören gibt heute. Ist offensichtlich nichts passiert bei eBay. Und offensichtlich nichts passiert bei YouTube. Mann, der zweite Mission Impossible Film war so kacke. Ja, der war wirklich schlecht. Der war grottenschlecht. Ich mag ja diese. Boah, du bist so schön. Wie schön du bist. Also. So ein Trottel, das ja auch immer so langsam macht, dass die immer in den entscheidenden Momenten so langsam machen. Wird so schnell wie möglich alles vernichten. Na, er käst sich da einen aus. Das habe ich auch gedacht im Film. Eins, zwei. Und dann kommt denn keiner. Überlegen, ich denke nochmal nach. Was ist mir da eingefallen? Drei. Oh Mann. Boah. Wie schön du bist. Ich sehe. Ist mir noch nie aufgefallen. Und dieser Tanz mit den Motorrädern. Kam der noch? Den habe ich, glaube ich, nicht. Nein, was der kennt? Ich war auf einmal so schrecklich müde in der spannendsten Szene vom Film. Und er sagte so: Oh Gott, ey, ist das endlich aus? Mann, warum haben wir die denn nicht in 18 Karat hier? Auf alle Fälle haben wir hier eine wunderschöne Uhr, eine Breitling Premier in 18 Karat. Roségold. Wunderschön. Die habe ich noch nicht eingestellt. Vielleicht stelle ich die auch mal ein. Mit Glasboden, das hat sich hier noch anfertigen lassen. Laufen tut sie. Tut sie. Aber irgendwie die Zeigerstellung stimmt ja gar nicht. Ich meine, ich habe die beim Juwelier gehabt. Ah, er hat das irgendwie, ich weiß auch nicht. Was ist das Niveau, das ich erstmal wieder nicht gewöhnen muss? Nein. Wir waren jetzt lange getrennt. Ja. Das ist eine Katastrophe, aber so einen Scheiß zu erzählen. Die Uhr muss ich erstmal wieder an sich gewöhnen. Die muss ich mich gewöhnen. Hatten wir bei so einer Omega, haben wir weggebracht, oder habe ich weggebracht. Die war wie lange weg? Bestimmt ein halbes Jahr. Oder? Dreivierteljahr war das mindestens. Mindestens ein Dreivierteljahr zum Service. Ein Dreivierteljahr. Das war nämlich auf alle Fälle. Wenn nicht sogar noch länger. Und dann haben wir sie abgeholt bei Omega. Also bei so extra so einem Omega-Händler. Bin extra gegoogelt, wo so ein Omega-Konzessionär, der halt auch selber der halt auch Service macht. Nicht einfach nur so KDW, Omega Verkaufsstelle. Wir haben ja keine Werkstatt. Ein Dreivierteljahr. Ich habe so oft angerufen. Und dann hat sie mir die Uhr in die Hand gedrückt und meinte, ja, und hier ist sie. Und naja, sie waren jetzt lange getrennt und es kann sein, dass sie sich erst an sie wieder gewöhnen muss. Das heißt, jetzt nicht richtig läuft. Irgendwie im Takt oder so, weil... Man muss sich erst wieder aneinander gewöhnen. Sie waren jetzt lange getrennt. Sie hat geredet, als wäre ein Kind. Von der Uhr. Ich hab gedacht, ich höre nicht richtig. Ja, Malis hat sie weggeschmissen. Sie hat sich so weggeschmissen, ich musste so lachen. Und ich dachte auch, ich höre, hab einen Hörfehler. Es war so lustig, ich hab sowas noch nie in meinem Leben vorgehört. Naja, sie müssen sich auch erstmal wieder aneinander gewöhnen. Sie waren ja zu lange getrennt. Ah, okay. Wie viel? Hilfe, wo ist das? Schnell weg. Bezahlen und weg. Service Omega übrigens, was waren es? Was? 600 Euro.
Wenn der Sekundenzeiger jetzt noch, also der Stopper, jetzt noch auf Null stellen würde, würde ich mal sehr freuen. Das war eigentlich auch, ja, aber auch vom Juwelier. Und jetzt stoppt er auf der 28. Schön, ja, dass ich anfertigen lassen mal, der Vorbesitzer. Mhm. Lastboden drin. Ich von Mehmet, übrigens. Apropos, von dem Heik, die habe ich für 800 Euro gekauft. Die ist günstig gewesen. 800 Euro. Von dem kriegen wir trotzdem noch Geld. Also eigentlich habe ich sie für 1200 gekauft. Und jetzt hat das Geld noch mit einrechnen, was ich von dem kriege. Weil ich das Auto gebrauchen. Könnten wir jetzt für das Auto gebrauchen, ja. Marlies, ich habe leider seine Telefonnummer nicht. Ansonsten hätte ich den schon lange gerufen. Ich habe seine Telefonnummer nicht. Jetzt sind 2 Jahre, laufe ich dem schon hinterher, wegen 400 Euro jetzt. Das ist ein Typ, der hat sich mal bei mir Geld geborgt. Der hat sich mal sehr viel bei mir geborgt. Das waren fast 4.000 Euro. 3.600 Euro. Das, was ich nächstes Mal zurückzahlen wollte? Nächste Woche, ja. Das war nämlich vor Weihnachten. Und jetzt sind jetzt 2 Jahre vor Weihnachten. Vor 2 Jahren Weihnachten. Wartet, kann man kurz vor Weihnachten an. Ja. Er braucht mal ganz schnell 3.600 Euro. Und ich sagte, naja, der hier, okay, bitte. Ist im Grunde genommen immer so die Summe, die ich so zum Weihnachten zur Verfügung habe. Wie man sieht, jetzt für das Auto 3,5. Er wollte 3,6. Kommt ja eigentlich so hin. Das ist ja genau das Geld gewesen. Da habe ich gesagt, naja, gut, da muss er mir aber. Ja, also, das ist jetzt auch nicht so, dass wenn einer hier an die Tür klingelt, dass ich eben mir 3.600 Euro in der Hand drücke. So ist es noch nicht. Also, den kenne ich schon jahrelang. Und der hat mir auch schon gute Sachen verkauft und zukommen lassen, muss man auch sagen dazu. Ich mochte ihn auch nie. Er hat ein bisschen komische Einstellung gegenüber Frauen. Ja, er hat nicht die beste Einstellung gegenüber Frauen, das stimmt. Ja, das Frauen sind einfach nur, ne? Mhm. Frauen? Das bei ihm? Mochte ich ihn noch nie. Deswegen mochte Marlies ihn noch nie. So, das gilt es jetzt mal anzumerken, damit Marlies auch befriedigt ist, damit das erledigt ist. Wir nennen ja keine Namen. Aber er kann halt Marlies nicht leiden und Marlies kann ihn nicht leiden. Oder ich weiß nicht, ob er Marlies leiden kann oder nicht, keine Ahnung. Auf alle Fälle ist das immer so ein bisschen komisch gewesen. Hat er nicht so beachtet. Ne? Das war immer so nebenbei. Er hat nur eine Frau. Ist halt nur eine Frau. Kann man auch nicht sagen, Marlies ist halt nur eine Frau. Ich meine, ich bin ja nur ein Mann. Marlies ist halt nur eine Frau. Nee, du bist ein Mann, aber nicht nur ein Mann. Ich bin nur ein Mann. Nein. Na, ich bin keine Frau. Ich bin nur ein Mann. Du bist nicht nur eins. Du kannst nicht nur eins sein. Du kannst nur eins sein. Du bist weil ich bin nur. Nein. Doch. Na, was bin ich noch? Für ihn nicht, Vater. Du bist Mann. Ich bin nur eine Frau. Aber du bist Mann. Ja, du bist aber Frau, Mutter auch. Das weil ich bin so. Mann, Papa und. Also man kann ja nur Mann oder nur Frau sein. Also, das kommt ja immer drauf an, wie man sich das so schön redet. Ja, da war ich selber bekloppt. Nach anderthalb Jahren hatte ich dann alles bis auf 400 Euro wieder. Nach anderthalb Jahren betteln und abstottern, dass er bei mir abgestottert hat. Die 400 Euro sind immer noch offen, seit einem halben Jahr jetzt. Vom Wegen seit einem halben Jahr. Das letzte Mal war er im März da, als weiß ich 19 Uhr. Da wollte er sich noch im gleichen Monat gerade machen. April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember. 9 Monate her. Und seitdem ist er wie vom Erdboden verschluckt. Ja, wegen 400 Euro wird er nicht abtauchen oder so, aber das ist ihm scheißegal. Plus, ich kotze ab. Das, ne? Kriegen wir auch noch hin, sagt er dann immer so, dann krieg ich die Krise. Ja. Als wenn wir uns was geliehen hätten. Und das sage ich jetzt auch so immer, das kriegen wir schon noch hin. Den sieht man ja. Man sieht den ja irgendwann mal wieder. Dann müssen wir Sonntag halt auf dem Flohmarkt vorbeifahren. Müssen wir das mal machen. Muss mich mal bitte dran erinnern. Sonntags. Schöner Sonntag. Ja, naja, was denn? Das ist ja auch das Problem. Marlies, ich würde ja sagen, ich komm scheiß drauf, den sieht man irgendwann und lass die Gedanken raus aus dem Kopf und weg. Aber jedes Mal, Marlies, jedes Mal so, immer so, wenn man so gerade vergessen hat eigentlich. Dann kommt Marlies so. Ah, nicht, du hast selber mit angefangen. Jetzt gerade, ja. Aber kommt Marlies so mit so einer kleinen Stecknadel so von hinten. Und dann so. Die 400 Euro, wisst ihr? Piek, piek.
Dann wieder so, hast du wieder so ein Unwohlsein. Fakt ist, er hat ja auch seine guten Seiten, er hat mir diese Uhr verkauft. Vielmehr hat er sie abgeben müssen, weil er Geld brauchte. Na, wie immer. Ne? So ist es ja. Und 800 Euro. Man bekommt mehr dafür. Ach, so ist das, so ist das. Habt ihr auch Leute, die euch Geld schulden noch? Habe ich euch jetzt daran erinnert, an die ganzen Leute, die euch Geld schulden? Ist das nicht ein Depri-Vlog? Ja, könnt ihr mal aufräumen in eure Kartei, wie viel Geld noch so offen ist. Das ist bei mir so viel, eine ganze Menge. Man musste doch irgendwann mal, muss man denn aufhören, drüber nachzudenken. Ist so furchtbar. Okay. Schauen wir mal, ob es so richtig läuft erstmal. So, liebe Leute, Tommy ist wieder im Büro. Naja, abgeräumt hat sie, sagt sie. Der Tisch ist voll. Das ist doch nicht abgeräumt. Na dann räumt der Tommy mal ab. Tja, du wartest jetzt schon wieder hier. Ich bin jetzt schon wieder hier durch mit meinem Aufnehmen sozusagen vom Material, was verkauft werden muss. Jetzt gehe ich rüber, stelle die Sachen ein und wenn ich damit fertig bin, hole ich schon meine Tochter wieder ab von der Schule, weil viel mehr Zeit ist ja dann ja nicht. Jetzt hat jetzt eine Stunde gedauert. Drei Kisten fotografieren, aufschreiben, sortieren. Das ist unheimlich viel Zeit, was das in Anspruch nimmt. Aber es macht doch Spaß. Manchmal ist es auch schön, Erfolge zu sehen, wenn es dann wieder ein bisschen leerer wird. Das sind ja auch teilweise Sachen, die habe ich schon jahrelang. Die müssen dann irgendwann mal verwertet werden. Und wenn man dann sieht, dass die auch gebraucht werden oder angenommen werden, tolle Sachen. Oder es ist auch schön, manchmal so Dinge wieder zu entdecken. Da lade ich die Sachen ins Auto, weil die kommen dann in eine Garage. Und dann geht rüber. So, sitze ich hier wieder in meiner Dunkelkammer. Ich weiß nicht, warum das hier alles so düster ist, ey, die Lampen. Oh, ist das für eine Kacklampe? So eine Kacklampe heute drin? Nee, das will ich nicht. Das will ich nicht. Die will ich nicht. LED, leider nicht klar. Leider keine klare. Ich muss die Lampe mal putzen hier. Das geht ja so überhaupt nicht. Wie das aussieht schon. Ich meine Krise, das muss auch wieder weg. Mann, da liegt alles rum. Das ist jetzt sauber, sieht man auch. Sieht anders aus, wa? Leute, Mann, ey. Die Küche sieht schlimm aus. Nicht hingucken, bitte. Ich habe jetzt den Lampenschirm sauber gemacht. Jetzt kann ich auch eine neue Birne drin machen und jetzt wird es auch wieder hell in der Küche. So sieht das nämlich aus. Tada! Lampe mit Licht. Und zwar richtig Licht. Jetzt müssen wir den noch machen hier oben. Der sieht ja auch nicht so doll aus. Nur so ein bisschen trübe. Kann man das überhaupt sehen hier gegen das Licht? Weiß ich gar nicht, ob man das filmisch darstellen kann. Ja. Da haben sich auch schon einiges Getier hat sich da drin angesammelt. Ist auch ein ganz wertvoller Schirm. Der ist sogar signiert. Aber das mache ich ein andermal, weil das braucht auch. Das dauert. Jetzt wollte ich ja noch einstellen und dann muss ich ja schon Anouk abholen. Fangen wir mal an. Computer auf und los. Und mit dem Auto, das muss ich sagen, ist halt ja nicht so schlimm. Das ist ja nicht so dramatisch. Da kommt die nächste Chance und so. Ich sehe das alles ja nicht so eng. Und
Was ich haben möchte für ein Auto. Ja, ich möchte ganz einfach, ich habe mir das ja gut überlegt. Ich möchte schon einen VW-Transporter haben. Kostenbedingt muss es ein T4 sein, weil ein T5 können wir uns noch nicht leisten, ganz einfach. Und vielleicht auch reparaturbedingt. Beim T4 kann man die Reparaturen auch recht kostengünstig wohl erledigen und einfach, simpel erledigen. Beim T5 weiß ich nicht, ob da nicht schon zu viel Technik drin ist. Da ich mir keinen Neuwagen leisten kann, weil ansonsten, wenn ich mir einen Neuwagen leisten könnte, würde ich auch einen Bus nehmen, würde ich auch einen T6 halt nehmen. Aber das kann ich mir einfach nicht leisten. Oder sagen wir mal so, wenn VW mich gerne sponsern möchte, das können sie ja machen, dann fahre ich hier jedes Mal mit meinem VW T6 fahre ich denn zur Schule, meine Tochter, intensivst und werde über meine Fahrerlebnisse berichten. Also, können die Ahne, VW kann sich das ja mal durch den Kopf gehen lassen. So ist es so ganz kurz, so vergessen. Ist ja Quatsch, kostet ja richtig Geld so ein Auto, so ein Multivan oder Caravelle oder ich weiß ja nicht. Was das ist, das wäre eine Maßnahme. Ansonsten kann ich kann mir das halt nicht leisten. Punkt. Ich kann mir das nicht leisten. Und werde deswegen auf den T4 zurückgreifen. Was er haben muss, wenn ich mir kaufe, müsste der einen langen Radstand haben. Diese Flügeltüren hinten sind schön. Die würde ich gerne haben wollen. Es muss ein Benziner sein, wegen der scheiß Umweltkacke hier in Berlin. Wegen der Umweltplakette, ja, da ist ja alles unsicher. Was habe ich davon, wenn ich mir jetzt günstig einen Diesel kaufe? Denn sollte er nun nicht unbedingt so viele Kilometer auf der Uhr haben. Also so, dass er halt noch fährt. Er sollte schon noch ein paar Jahre fahren. Ich habe keinen Bock, mir alle 2 Jahre ein neues Auto kaufen zu müssen oder da rumzurennen nach dem Auto. Er braucht mindestens 7, besser 8 Sitze. Ja, also mindestens 7 Sitze sind Pflicht. Haben die aber meistens. Eine Anhängerkupplung muss er haben, damit man halt auch mal einen Hänger hinten ran machen kann, wenn man irgendeinen Dreck räumt oder so. Also es muss halt ein Auto sein, was für mich für den Laden taugt. Sprich, dass ich da auch mal eine kleine Räumung mitmachen kann oder mal einen kleinen Umzug oder mal eben sowas, wie ich jetzt gemacht habe, den Trödel abholen oder sowas. Das muss alles drin sein. So, das möchte ich aber dann eben nicht alles im Auto haben, sondern das muss dann im Anhänger sein. Deswegen Anhängerkupplung. Was muss er noch? Fahren muss er. Und Rost soll er nicht haben, weil ich habe auch keine Lust da. Also wer hat denn schon Lust dazu? Ich habe keine Lust, beziehungsweise keine Erfahrung, beziehungsweise schräg kein Geld, den dann immer abzuheben vom TÜV, wie irgendwo rostet da wieder und da muss man wieder was machen. Bis jetzt habe ich bei meinen Autos Glück gehabt. Toi, toi, toi. Die hatten alle keine Rostprobleme. Mein Opel fängt jetzt langsam an, aber da habe ich auch schon geschliffen und grundiert. Mit Grundierung bin ich rübergegangen. Mal gucken, was wir beim nächsten TÜV sagen. Das ist ja jetzt nächstes Jahr, ob ich den überhaupt noch mache oder kommt ja alle drauf an. Vielleicht liegt man einfach still. Und packen, wie gesagt, in der Garage. Also Rostprobleme sollte er auch nicht haben. Ja. Und ansonsten, ich werde einfach weiter sparen und irgendwann kann ich mir auch so ein Auto leisten. Das muss ich mal sehen. Ja, oder Frau W. meldet sich bei mir und sagt, Herr Müller, das ist ja ein sehr schöner Kanal, was Sie da machen. Und das würde uns sehr gefallen, unser Produkt dort bei Ihnen zu platzieren. Mitten im Rampenlicht. Würde ich denn auch lobend erwähnen, mehrere Male, wenn es sein muss. Also je nachdem, ob das Auto gut ist oder schlecht ist, da haben sie natürlich dann schlechte Karten, wenn der kleine Macke hat oder so. Da bin ich ja natürlich dann ohne so, dass ich sage, wow, ist das ein tolles Auto. Und ja, Thomas Müller fährt nur VW T5, T6. Wenn das Ding scheiße ist, ist es scheiße. Kommt ja näher zu. Ja. Wir hatten sowas mal, wie gesagt, 2008, da waren wir ja auf der Jagd nach dem 100.000-Euro-Mann. Ich weiß nicht, wer sich daran noch erinnert. Vielleicht hat der eine oder andere von euch das im Kopf. Ja, und da hatten wir tatsächlich so einen guten Menschen, der dann ankam und meinte, uns einen Neuwagen zur Verfügung stellen zu müssen. Und zwar ein Saab war das damals. Der hatte gerade mal 40 Kilometer oder so auf der Uhr. Na, und meinte aber so, es war so Incognito Product Placement. Also er meinte dann so zu uns so, ja, hier, das ist von meiner Frau, die fährt den nicht und so. Und dann könnt ihr jetzt mal ein paar Tage mit durch die Gegend fahren und so. Das war schon geschickt gemacht. Dann habe ich mir gleich gedacht so, ja, was ist denn das? Ich meine, das Ding hat 40 Kilometer auf der Uhr. Die Frau hat den gekauft, neu oder was? Und fährt den nicht. Den hat er im Autohaus hier nebenan irgendwo bei Saab abgeholt in Wiesbaden, hat den uns zur Verfügung gestellt. Und dann durfte man natürlich damit durch die Gegend fahren, weil dann ist er ja bei RTL gewesen. Wir wohnen ja im Film von RTL und. War dann natürlich eine gute Produktplatzierung. Ne, wollte. Und das für ein, weiß ich nicht,
Also, für so ein Ding. Ja, wie gesagt, hätte ich nicht dagegen, wenn natürlich wieder so was passieren würde. Das wäre nicht schlecht. Das war ziemlich viel Blabla schon wieder. Ich muss jetzt einstellen. Also, sag mal, sehen wir uns gleich. Ich mach mal auf hier und guck mal, was hier passiert ist. Jetzt fahre ich zur Garage, ausladen, was ich hier alle hinten drin habe. Den ganzen Kram aus der Wohnung. Danach in die Kita fahren, die Kinder abholen. Danach mit der ganzen Familie, ich konnte Marlies überreden, dass sie mitkommt auf den Weihnachtsmarkt. Danach mit der ganzen Familie auf dem Weihnachtsmarkt bei Anouk. Mit der nach Hause. Dann geht Marlies nochmal einkaufen, irgendwelche Geschenke. Für Leon muss er noch ein Geschenk besorgen. Es ist nicht viel Zeit hier. Der Tag ist komplett verplant. Willst du rein? Raus? Rum? Stück vor! Will losfahren und dann packt mich einer ein und bleibt dann nur noch stehen. Ich dachte, ich stecke nur kurz aus und warte. Bleibt dann einfach stehen. Unglaublich. Naja, egal. Den Krempel wieder hier ausladen, die leeren Kisten drin, die vollen Kistentrödel runter in den Keller. Richtig zu tun hier. Immer. Das hört nicht auf. So muss es sein. Wäre echt langweilig sonst auch, wenn nichts zu tun wäre. Dann hätte ich nichts zum Zeigen. Ja, nicht viel. Ja, geht mich voll umgefahren. So, guck, hat die Adio. Hat die ja nicht mehr gesehen. Das ist ja ein Ding. Moin. Moin. Nicht neu? Nicht neu. Nee. Bei dir? Ich sag ja, wenn ich jeden Tag im Krankenhaus gegangen bin, dann mit meiner Operation, dann mit meinem Auge da. Ja. Ja, das liebt ja dann. Ja, machen wir nicht zum Augen natürlich. Ja, das ist zu. Alle wollen mir helfen. Der will mir helfen. Einholen, der will mir helfen. Naja, aber du kommst alleine mit klar jetzt. Das weiß ich doch. Bist doch wie fit, bist du doch richtig. Ich sag doch ja alles. Ja, ja. Soll ich denn noch sagen, ja oder was? Ich kenn's ja nicht ruhig. Ja. Ist ja auch wie der Carsten auch. Ja, hier. Markus. Ach, da kommt er. Wenn man kommt, der genauso wie der Markus. Genauso wie der Markus auch. Meine Herren. Ja. Hallo, Markus. Ja. Wolfgang, alles gute nachträglich, wa? Ja, danke, ja. Die Mütze passt nicht mehr. Nee. Musst du auswechseln. Die Nummer 69 tot. Ja, genau. Ja, das, weil der wackelt halt doch irgendwie ein bisschen. Hattest du doch gesagt, dass der letztendlich, der Kloben, der bisherige, dass der einfach ein bisschen durchgelutscht ist. Der muss vom Hochstab. Musst du einen holen. Nee, ich habe jetzt noch einen normalen Kloben. Ja, okay. Wenn der fest ist, dann ist der gut. Nee, ist nicht gut. Er meinte, er muss auch mit Bux, euer Buxturm, dann gefahren werden. Die Dinger. Aha. Na ja, dann. Gerade wenn das schon mal passiert ist. Zweimal gebrochen. Und ich mach den kleinen Wagen leer, ey. Wir müssen mit dem großen Auto fahren. Naja, fahren wir mit dem großen halt. Was soll's, wa? Wir haben ja Auswahl. Noch ist er ja da und ich finde ihn schön. Einfach im Wohnwagen hinten dran, dann leben die alle hinten im Wohnwagen. Wie Zigeuners. Hier sind fünf Sitze. Das ist ja das Große, ne? Das ist ja das Große, ne? Das ist ja alle mal.
Ja, wenn wir Geld haben, holen wir das große. So, wir sind komplett. Jetzt geht's in die Schule. Ja. So. Ich fand den Weihnachtsmarkt wunderschön bei Anouk. Ja, super gemacht wieder. Anouk fand den ermüdend. Oh, ich bin weiß geworden. Ja, Fakt ist, ich bin jetzt ganz schön durch auch. Ist jetzt 17.25 Uhr und jetzt sind wir von der Schule nach Hause gekommen. Alle. Macht es gut, liebe Leute. Wir sehen uns morgen im nächsten, Vlog aus dem Leben der Familie Müller. Mal mit, mal ohne Fahrradladen. Ja? Also, macht es gut. Bis dann. Ciao, euer Tommy.